Das, was ihr hier seht, ist die neue Hintergrundperspektive, die euch seit so 2, 3 Videos ja schon bekannt vorkommt. Diejenigen, die mich ein bisschen besser kennen oder die uns auf Social Media folgen oder so, die wissen, der Marcello hat einen neuen Game Room. Genauso ist es. In dem stehe ich jetzt und den möchte ich euch heute gerne zeigen. Es gibt massive Änderungen im Gegensatz zu vorher. Also, hey, wer die alte Roomtour noch nicht gesehen hat, kann das ja gerne nochmal nachholen oder hinterher oder so. Jetzt auf jeden Fall erstmal mein neuer Raum. Wir starten das Ganze jetzt mal mit einem allgemeinen Rundumblick, damit ihr erstmal sehen könnt, wie das hier eigentlich aussieht. Ganz so krass ist es nicht, denn der neue Game Room, der ist wesentlich kleiner als der alte. Aber es gibt auch einige Sachen, die komplett rausgeflogen sind, zum Beispiel meine ganze Streaming-Ecke und Kommandozentrale. Zeige ich euch aber auch gleich, das nämlich nebenan. Als erstes, ja, das seht ihr ja immer schon, hier ist meine, ja eigentlich das Zentrum quasi. Meine Sammlung mehr oder weniger komplett in einer Vitrinenwand. Und die gucken wir uns auf jeden Fall, weil es ein bisschen das Highlight ist, die gucken wir uns auf jeden Fall am Schluss an. Die ist also komplett vollgepackt mit Games, oben und unten auch, ist auch alles voll, zeige ich euch. Obendrauf habe ich noch ein bisschen Kleinkram, ein paar neue Figuren und so, die zeige ich euch dann auch. Hier hinten, hinter mir immer, da wo dieses PlayStation-Reklameschild ist, da ist also quasi meine PlayStation 4 und Switch-Sammlung drin. So, und was ihr ja nicht seht in den Videos sonst, ist der Bereich da so. Und ihr werdet sehen, wie unfurchtbar unspektakulär das ist. Aber ich habe auch da noch eine kleine Geschichte. Hier so, da so neben der Kamera. Da sind auch noch interessante Sachen drin. Das zeige ich euch jetzt. Ich gebe zu, dass es nicht besonders spektakulär ist. Aber irgendwo muss man halt ja auch sitzen. Ne? Und ich habe mir jetzt extra vorgenommen, in diesem Game Room ein bisschen anders zu machen als in dem letzten. Und zwar wollte ich den, trotzdem, dass er kleiner ist, nicht so vollstopfen. Und deswegen habe ich mich einfach dafür entschieden, diese Ecke hier mal so ein bisschen clean zu lassen. Einfach nur die Couch hier reinzuballern. Das ist dieselbe Couch, die auch in meinem anderen Game Room stand. Und halt mir nochmal zwei, ja, Leinwände drucken zu lassen von Spielen, die mir in den letzten Jahren halt besonders gut gefallen hat. Da ist einmal diese wunderschöne Red Dead Redemption 2 Leinwand und einmal Control, ne? Genau, diese beiden und das Nier Automata-Ding hängt da ja auch noch. Das ist eigentlich im Grunde genommen alles. Hier neben mir ist die Tür, der Ausgang schon und das war's. Ne? Also ich drehe mich jetzt nochmal um und dann könnt ihr nochmal die Seite sehen, wo quasi das Gezocke stattfindet. Ja, das ist nämlich dann so und das ist ungefähr jetzt also die spiegelverkehrte Richtung wie das, was ihr sonst so seht. So sieht es hier aus. Da steht normalerweise die Kamera quasi im Fenster und filmt so in den Raum rein. Jetzt ist das Ganze so ein bisschen Gegenlicht, aber macht nichts. Hier ist auf jeden Fall der Fernseher und da ist eine Schrankwand mit ja, Büchern und Schallplatten und so weiter. Und mit der fangen wir jetzt auf jeden Fall auch gleich an, so ein bisschen im Detail zu zeigen, was hier eigentlich alles so ist. Aber dann habt ihr auf jeden Fall jetzt erstmal so einmal so einen Rundumblick gehabt, wie der neue Raum denn jetzt so aussieht. Er ist wirklich nicht groß, ne? Also ich würde mal schätzen so, keine Ahnung, vielleicht 4 Meter mal 3 Meter oder so, also wirklich ein relativ kleiner Raum. Aber ich habe keine Schräge im Gegensatz zum letzten Game Room, das ist schon mal gut. Und es wirkt insgesamt wesentlich aufgeräumter als vorher, das habt ihr wahrscheinlich schon gesehen. Ich habe aber auch einige Games verkauft, da zeige ich euch den gleich ein bisschen im Detail, was abgeht. Ich habe unten wieder in diesem Video so eine Timeline, also falls euch gewisse Sachen nur interessieren, andere nicht, könnt ihr da so ein bisschen hin und her skippen. Und ja, deswegen würde ich sagen, fangen wir jetzt mal an. Wir zeigen euch als erstes das hier. Bücher, Schallplatten, sonstiges Gedöns und vielleicht auch meine Konsolen, aber die, da hat sich eigentlich nichts geändert. Und dann zeige ich euch meine Current-Gen-Sachen, meine Streaming-Ecke und dann das Herzstück des Ganzen. Ich filme übrigens heute mit einem neuen Objektiv, mit einem 16mm Weitwinkelobjektiv. Deswegen verzeiht mir bitte, wenn das hier und da noch mal ein bisschen zu kleinen Unschärfen kommt oder so. Muss ich mich erstmal ein bisschen dran gewöhnen, aber das soll jetzt hier nicht das Thema sein. Ich habe hier neben meinem Fernseher quasi, ja, endlich eine schöne Aufbewahrungsmöglichkeit gefunden für meine ganzen Bücher. Ich habe hier oben also meine ganzen, ja, seht ihr schon, ne? Gameboy, NES, was weiß ich nicht, Bücher. Die kennt ihr ja teilweise auch schon aus irgendwelchen Videos oder so, die ich mal vorgestellt habe. Hier zum Beispiel das fette Ding von Pat Country, ne? Diese alte mit Nintendo Guide und so weiter. Hier so ein Visual Compendium, das kennen auch viele und so weiter und so fort. Ich mache das heute wie gehabt so, dass ich euch nebenbei nochmal so ein bisschen Video-Footage einblende von den Sachen, damit ihr es ein bisschen besser sehen könnt. Hier oben drauf habe ich meine Dead Cells Prisoners Edition. Die macht hier eigentlich einen ganz guten Eindruck. Und auch hier der kleine Prisoner sozusagen. Und da werde ich auch oft nachgefragt, das ist eigentlich so eine Reklame hier nur, ne? So ein Reklamewürfel von Mario Odyssey.
Und das war's. Hier an der Seite sind Soundtrack-CDs. Meine CD-Musikanlage, die habe ich hier in diesem Raum nicht aufgebaut. Die steht aber da, wo auch meine Streaming-Zentrale ist. Und da ja hier Raum an Raum ist, kann ich eben auch die Musik ganz gut hören, wenn sie halt nebenan ist. Ne? Genau, hier geht es nochmal weiter mit Büchern. Und dann kommt hier unter den CDs, da sind ein paar Fächer frei, da packe ich auch inzwischen immer so meine Neuzugänge hin und so, bevor ich die irgendwie in der Pickup-Folge hatte, dass die irgendwie einen Ort haben, wo sie dann liegen können. Hier unter den Büchern sind meine Schallplatten. Zu denen hatten wir ja nun gerade kürzlich ein Video gemacht, ne? Eine komplette Sammlungsübersicht über meine Vinyl-Soundtracks habe ich noch nicht gemacht, gibt es hier auf dem Kanal nicht. Ich freue mich an dieser Stelle erstmal, dass ich in meinem neuen Game Room überhaupt einen Ort habe, wo alle Schallplatten gebündelt zusammen hinpassen. Hier ist auch noch ein bisschen Platz. Ich habe hier auch noch ein bisschen Reserven sozusagen. Das ist ganz gut. Das war im alten Game Room nicht so. Da musste ich also irgendwie echt immer gucken, ja, wo noch irgendwie etwas hinpasst. Und hier habe ich jetzt ein bisschen mehr Platzkomfort. Hier unten ist noch hier so ein Moppe von Ikea. Ne? Das ist hier so ein Schubladenregal. Oh, die ist jetzt leer ausgerechnet. Da sind Controller drin. Ne? Also NES-Controller oder Switch. Oder steht denn hier drauf? Habe ich mit so einem Label da einfach draufgeschrieben, was hier denn so drin ist. Mega Drive und da sind auch noch PlayStation 3 Controller und so weiter und so fort. Also klar, macht ja irgendwie Sinn, hier direkt an der Konsolenzentrale auch die Controller zu haben. Und ich finde das nach wie vor eine coole Aufbewahrungsmöglichkeit. Und ich finde es geil, dass diese Moppel-Dinger halt genau in so einen Kallax von Ikea reinpassen. Das sieht irgendwie cool aus. Es passt alles schön clean und so weiter. So gefällt mir das, ne? Das mag ich. Soll ich euch die Konsolen auch noch zeigen? Wollt ihr die sehen? Ja, komm, machen wir schnell. Das sieht eigentlich bei mir immer gleich aus, zumal ich die meisten Konsolen davon, Hand aufs Herz, nie benutze. Das meiste, was ich benutze, ist mein Nintendo AVS. Das ist hier drin für Famicom-Spiele und NES-Spiele halt. Mein Neo Geo und wenn es hochkommt, nochmal ein Disk System oder die PlayStation 4. Oder halt die Switch, die steht hier gerade drüben im Wohnzimmer. Aber hier ist das Dock auf jeden Fall. Das ist alles angeschlossen, das ist alles sofort benutzbar. Und die anderen Fächer, die Konsolen, die da drin stehen, die sind teilweise noch nicht angeschlossen. Einfach, weil ich sie nie benutze. Und was soll ich meinen Mega Drive hier an Strom hängen, wenn ich das eh nie anhabe? Ne? Also kann man an anderer Stelle drüber streiten, ob das vielleicht häufiger laufen sollte oder nicht. Aber wie gesagt, ich wollte sie nicht einfach nur am Strom haben. Das ist irgendwie auch blöd. Famicom Disk System habe ich da auch noch stehen. Das benutze ich auch ab und zu mal. Dann in Kombination mit meinem AVS, PlayStation 3 ist eigentlich komplett abgemeldet. Ich habe auch alle meine Spiele abgegeben. Aber es ist halt noch da und Konsolen abgeben, weiß nicht, da tue ich mich momentan auch noch ein bisschen schwer mit. Von daher, es kann ja mal sein, dass man doch mal wieder Bock hat, ein bisschen PS3 zu zocken. Und dann ist es schön, wenn man eine da hat. Ne? Ja, das ist alles, wie gesagt, hier am Start. Mein Fernseher ist auch noch der gleiche. Das ist immer noch dieser Sharp Aquos, keine Ahnung was, wie viel Zoll. Auf jeden Fall nicht so groß, so dass er hier eben schön reinpasst. Und die Entfernung zur Couch ist auf jeden Fall soweit ganz gut, dass man alles schön sehen kann und fertig. Das ist halt ansonsten keine Wissenschaft. Beziehungsweise kann eine Wissenschaft sein, aber ich bin ehrlich, ich mache es ungern zu einer. Von daher, Hauptsache es läuft und das tut es hier. Das hier ist so ein Bereich, den sieht man eigentlich so in den Videos eigentlich nur im Hintergrund und sehr unscharf. Und meistens stehe ich auch noch genau davor. Meine, ja, ich sag jetzt mal Current- und Next-Gen-Sammlung, PlayStation 4-Spiele und Switch-Spiele sind unten, sieht man ja. PlayStation 5 muss ich sagen, ich habe da ein bisschen mein Sammelverhalten geändert. Ne? Also ich gebe meine PlayStation 5-Spiele eigentlich nach dem Zocken wieder ab und ich habe mich auch bei vielen PlayStation 4-Spielen und auch Switch-Spielen dafür entschieden, die abzugeben. Die habe ich dann im Discord oder sonst wo irgendwie alle veräußert. Ehrlich gesagt, ich brauchte für die Einrichtung hier ein bisschen Kohle. Diese Vitrinenwand, die ich euch gleich zeige, die hat auch ein bisschen Geld gekostet. Und ich wollte mich auch ein bisschen sammlungstechnisch verkleinern und mehr noch fokussieren auf den Retro-Bereich. Deswegen habe ich an Current Gen, ich meine, es ist ja immer noch eine Menge, ne? Machen wir uns nichts vor. Das sind hier irgendwie 1, 2, 3, 4, 5 komplette Reihen PlayStation 4. Ich werde oft gefragt, was das für ein Regal ist hier. Das habe ich auch in der, sagt glaube ich in jeder Roomtour, das ist ein Finbi, die sind auch von Ikea, die sind super günstig, kosten irgendwie 25 Euro oder sowas und passt hier eigentlich ganz gut zu dem großen Billy. Ich mag persönlich gerne diese dunklen Regale, irgendwie muss man sich entscheiden, ne? Entweder man nimmt halt helle oder dunkle. Ich habe hier die dunklen und das passt irgendwie ja auch ganz schön mit der PlayStation-Reklame zusammen. Ich habe hier oben meine ganzen Limited Games, hier geht es dann, also Strictly Limited, hier geht es noch weiter mit Limited Run Games, da sind die meisten auch schon angezockt oder teilweise sogar durchgezockt von mir.
Und darauf bin ich eigentlich, ja, was heißt stolz, aber ich finde es eigentlich schön, dass viele Spiele dieser Limited Publisher bei mir eben auch in der Konsole landen und auch gezockt werden. Ne? Dafür sind sie nämlich da. Dann habe ich hier noch ein bisschen, ja, I'm 8-Bit und so, hier What Remains of Edith Finch zum Beispiel ist natürlich ein schönes Spiel und so weiter. Das habe ich mir einfach damals online direkt bestellt, als es noch ging. Und dann fangen hier meine ganz normalen, regulären PS4-Games an. Die sind aber noch nicht sortiert, muss ich zugeben. Ehrlich gesagt, ey, es sind 2,5 Fächer. Was soll ich da groß alphabetisch sortieren? Ne? Also es war, wie gesagt, vorher wirklich wesentlich mehr. Ich würde sagen, wahrscheinlich sogar noch 2 Reihen oder vielleicht sogar noch mehr, vielleicht sogar 3 Reihen quasi mehr, die ich alle abgegeben habe. Und von daher weiß ich jetzt also ganz gut eigentlich, was noch da ist und was nicht. Und das, was noch da ist, dafür habe ich mich eben auch bewusst entschieden, entweder weil ich es gezockt habe und so geil fand, dass ich es in der Sammlung behalten habe, das wäre Kriterium 1, oder dass es noch ein Spiel ist, was ich unbedingt noch spielen möchte, dann ist das Kriterium 2, oder Kriterium 3, das kleinste, ist, wenn ich irgendeinen ganz besonderen persönlichen Bezug zu irgendwas habe. Das muss kein gutes Spiel sein oder so, sondern keine Ahnung. Zum Beispiel die Strictly Limited Spiele, weil wir da jetzt die Partnerschaft mit denen haben oder so. Ne? Das ist dann halt so, aber ansonsten ist hier also wirklich alles nur Herzblut, was hier drin ist. Bei der Switch genau das gleiche, da habe ich auch, keine Ahnung, 20 Switch-Spiele oder so abgegeben. Und das, was jetzt noch da ist, also wirklich der Kern der Sachen, auf die ich auch wirklich Bock habe. Und das war so mein Hauptkriterium für meine Sammlung in diesem Zimmer. Das also dazu. Ich habe euch ja ein bisschen nebenbei eingeblendet, was hier so drin steht. Wenn ihr da irgendwelche Fragen habt oder so, dann haut mir die doch bitte in die Kommentare. Als nächstes zeige ich euch meine Streaming-Ecke. Das ist nämlich auf jeden Fall ganz interessant, denn die ist gar nicht in diesem Raum drin, sondern extra. Und als letztes zeige ich euch dann, pam, das große Teil. Ja, also hier kommt man aus dem Game Room raus und da kommt man in die Kommandozentrale rein. Ich habe mir jetzt also hier erlaubt im Arbeitszimmer, das ist hier kombiniertes Arbeitszimmer von meiner Frau und mir. Wir haben uns also, so kam das dazu, ne? Wir haben uns räumlich ein bisschen verändert. In meinem alten Game Room ist jetzt ein Zimmer für meine Tochter, die ist entsprechend gewachsen und brauchte ein bisschen größeres Zimmer. Und deswegen hat sie meinen alten Game Room sozusagen übernommen und ich bin dann mit dem Game Room hier reingezogen. Meine Frau und ich haben uns hier noch nebenan dann dieses Arbeitszimmer geteilt, weil wir eben auch relativ viel von zu Hause arbeiten und dann braucht man das eben. Und Teil des Arbeitszimmers ist eben mein Arbeitsbereich und auch meine Streaming Corner. Ne? Die habt ihr jetzt im Live-Betrieb noch nicht gesehen. Das liegt daran, dass meine Glasfaserdose, die da hinten in der Ecke ist, von den Stadtwerken leider falsch installiert wurde und die jetzt kein Personal haben, um mir das schnell zu fixen. Ich hoffe, dass die das irgendwie möglichst bald mal auf die Kette kriegen, damit wir auch wieder weiter streamen können. Ne? Hier auf jeden Fall findet dann die Action statt. Ihr werdet das Ganze im Stream nicht sehen, weil dafür ist mein Kameraobjektiv einfach nicht weitwinklig genug. Aber jetzt habt ihr mal die Gelegenheit. Ne? Hier sind also so diverse Memorabilia und besondere, ja, weiß nicht, besondere Sachen aus der Kommandogeschichte, die ja, mir eben viel bedeuten und die ich einfach so ausgewählt habe als schönen Hintergrund hier für meinen Schreibtischbereich. Ansonsten wollte ich das hier eigentlich auch relativ clean haben. Hab da jetzt also auch nicht übertrieben mit Zeug oder so, sondern halt einfach alles nur, ja, ganz für mich funktional, aber trotzdem irgendwie auch einigermaßen schnieke eingerichtet. Da hinten finde ich schön dieses Darius Burst X Plus Acrylposter, das habe ich von Ihnen bekommen als kleines Werbegeschenk, von daher auch cool. Hier nochmal das Kottenposter, einfach ein bisschen, dass hier ein bisschen was hängt, ne? Genau, da vorne ist jetzt noch die Musik-Corner, die zeige ich euch auch nochmal kurz, einfach damit ihr sehen könnt, was da denn noch so steht, wie ich hier also meine Musik höre. Ihr habt ja das Vinyl-Video hoffentlich inzwischen gesehen, da habe ich also Player und Verstärker und ein bisschen Boxen und so, dass ich hier eben auch ein bisschen, ja, meine Soundtracks hören kann, meine CDs hören kann, wie ich da eben halt entsprechend Bock drauf habe. Das ist eigentlich im Grunde auch schon alles für mich in dem Sinne eigentlich nice, dass das ganze Zeug, was jetzt hier steht, nicht Teil des Game Rooms sein muss, denn ansonsten hätte ich da drin auch wirklich ein massives Platzproblem, trotz einer Sammlungsverkleinerung, aber naja, so ist es, wie es ist. Und es ist trotzdem eigentlich nebeneinander, es ist halt einfach nur eine Wand dazwischen. Wie eine Art Raumteiler eigentlich, kann man sagen. Und das finde ich so auf jeden Fall sehr, sehr schön. So, das war jetzt auf jeden Fall meine Streaming-Corner und Kommandozentrale. Und jetzt, liebe Freunde, zeige ich euch das Highlight aus meinem Game Room noch. Und zwar nämlich meine große Vitrine. Wir machen alle Fächer auf, alle Türen auf. Und ich zeige euch, was sich da so krasses verändert hat. Das ist nämlich eine ganze Menge und los geht's.
Jo, ey, so sieht's also aus. Keine Sorge, ich weiß, es spiegelt und so weiter. Und wenn ihr jetzt ein bisschen die Kamera sehen könnt, dann gehört das zum Leben dazu. Ich habe mich hier für Vitrinen entschieden. Das habt ihr ja nun schon gesehen und so weiter. Das ist jetzt übrigens auch der Grund, warum ich von da filme, damit durch das schräge Licht eben die Kamera und so weiter nicht reflektiert. Aber für mich hier persönlich zum drin leben und so weiter, und das mache ich ja hier schließlich auch, finde ich es einfach eine sehr schöne Sache so. Und ja, ihr seht schon, dass sich ein paar Sachen krass verändert haben. Nämlich meine ganzen NES-Spiele hier zum Beispiel sind lose oben drin und so weiter. Aber ich zeige euch das gleich im Detail. Erstmal so ganz grober Überblick. Wir haben hier drei Vitrinen eigentlich. Das sind immer so Doppeltüren, ne? Also drei Billigregale. Das sind ganz stinknormale Billigregale. Die kann man eben auch konfigurieren mit Vitrinentüren. Die gibt es in, so wie ich das jetzt hier habe, oben Glas, unten zu. Die gibt es aber auch, glaube ich, in ganz zu und die gibt es auch in ganz Glas. Für mich war die Entscheidung, das so zu machen, aus dem einfachen Grund, weil ich Sachen habe, die ich eben nachhaltig vor Sonnenlicht und so weiter schützen möchte. Und ich habe aber auch Sachen, die ich gerne sehen möchte. So. Und geplant ist auf jeden Fall, das habe ich jetzt noch nicht gemacht, einfach in Anbetracht der Zeit, geplant ist, dass diese Glasscheiben auch noch von innen eine UV-Beschichtung bekommen. Ich muss aber dazu sagen, dass ich hier eine ja, komplette Verdunklung am Fenster habe. Ich habe ja hier nur ein Fenster und wenn ich hier nicht drin bin, mache ich die Verdunklung komplett runter und dann ist hier eh kein Sonnenlicht. Also das ist eigentlich, ja, mal abgesehen davon, dass hier sowieso aufgrund der Windrichtung nie die wirkliche Sonneneinstrahlung ist, ist das hier eigentlich schon ein relativ geil geeignetes Zimmer für so eine Sammlung, die man eben vor Ausbleichen schützen möchte. Ja, wir gehen gleich die einzelnen Regale durch. Nur mal ganz kurz, solange wir hier noch komplett stehen. Oben ist mein NES PAL B Full Set und meine losen anderen NES-Module drin. Dann habe ich hier unten so eine Schicht, die ist auch noch hinter Glas, wo einfach so besondere Highlights stehen. Hier ist meine Famicom-Ecke, hier so in dem Bereich, alles Famicom. Und unten sind dann OVP-Sachen und so weiter. Und meine Gameboy-Spiele. Ne? Alle haben ja gefragt, Gott, Marcello, wo hast du denn die ganzen Gameboy-Spiele gelassen? Die waren ja in den DS-Hüllen. Und das habe ich jetzt auf jeden Fall anders, aber dazu kommen wir gleich. Ich würde sagen, wir fangen auf jeden Fall einfach der Reihe nach an mit der Vitrine ganz links. Da sind die NES-Spiele in OVP und sowas drin. Und dann arbeiten wir uns einfach so Stück für Stück nach rechts weiter durch. Ja, und oben zeige ich euch dann am Schluss nochmal, was da so steht. So machen wir das. Los geht's mit NES-OVPs. Ja, wie ich eben schon gesagt habe, oben ist das Fullset. Das ist, ich habe jetzt hier mich dafür entschieden, ich hole einfach mal irgendwie eins raus, Darkman. Ich habe mich dafür entschieden, Abstand zu nehmen von den VHS-Hüllen. Oh, Marcello, wieso denn? Das hat doch deine Sammlung total ausgemacht und diese waren doch total geil. Aber, ja, waren sie auch. Ich habe die jetzt lange gehabt, diese VHS-Hüllen, und die waren auch geil. Ich fand es cool, dass da die Anleitung reinpassten und so weiter und das Licht geschützt war und so weiter und so fort. Aber wisst ihr was? Mir haben die Dinger einfach zu viel Platz weggenommen. Ich habe die jetzt also seit, keine Ahnung, 7 Jahren oder 8 Jahren oder so in meiner Sammlung, die Dinger. Und es war einfach Zeit für was Neues. Und ich möchte das jetzt einfach gerne so haben. Ich habe mir für alle Module so hochwertige Schutzhüllen besorgt. Das ist eigentlich eine total geile Sache, weil, ja, die sind halt dann natürlich voll da drin und auch aneinander. Und wenn man die halt rein und rauszieht, dann möchte ich ja nicht, dass die Module irgendwie Schaden nehmen über die Zeit. Von daher ist das eigentlich schon eine gute Möglichkeit. Ich bin mit denen jetzt hier soweit super zufrieden. Ich habe euch die mal in der Videobeschreibung verlinkt. Es gibt die aber natürlich an 1000 verschiedenen Orten. Das müsst ihr selber entscheiden, wo ihr die kaufen wollt. Das ist mir Banane. Aber ich fand das auf jeden Fall eine schöne Variante so. Und ich habe auch ein paar lose Module, die haben eine Anleitung dabei. Und die passt hier halt hinten auch rein. Und das finde ich eigentlich auch geil, denn ich habe ja nicht zu jedem Spiel die OVP und dann ist hinten halt einfach die Anleitung dahinter. Und das finde ich einfach eine schöne Sache. Das passt gut und das macht Sinn und sehr viel Spaß. So, dann in der Mitte habe ich hier meine beiden Zipper-Controller. Die sind so ein bisschen untergegangen in der alten Sammlung. Die standen also irgendwo ganz oben auf dem Regal. Und hier kann man die irgendwie nochmal schön sehen. Ich habe ja einen gelb und einen pink. Den zeige ich euch auch mal. So. Und eigentlich finde ich die schön. Ich würde die, eigentlich hätte ich die gerne in allen Farben. Aber es ist ja wie es ist. Dann hier mein glorreich gegradetes Wild Gunman und mein To the Earth, was noch nie irgendwie geöffnet wurde. Super Mario 3 steht da einfach nur, weil ich es geil finde. Und dahinter ist noch ein Spiel aus Venezuela. Dazu komme ich in dem Video demnächst mal bald. Dann hier unten, und das ist jetzt eigentlich das Schöne hier an diesem Schrank, denn hier unten sind ja die Türen davor.
wenn man das geschlossen hat, wenn man das öffnet, dann sind da eben die OVPs dahinter. Und da sind inzwischen auch schon einige zusammengekommen. Und da zeige ich euch jetzt mal ein paar Highlights. Tut mir leid, wenn das Licht hier gerade ein bisschen blöd ist, aber das ist halt hier sozusagen genau in der dunkelsten Ecke. Ich hoffe, ihr könnt trotzdem einigermaßen was sehen. Hier sind jetzt also alle meine bisher so gesammelten NES-Originalverpackungen. Wenn ich eine OVP habe, steht das Spiel aber trotzdem oben drin, einfach damit ich einen schnelleren Zugriff habe und damit ich die OVP nicht so oft öffnen muss. Das hatte ich ja vorher schon, das habe ich auch weiterhin beibehalten, weil mir das einfach so, ja, logistisch gesehen gut gefiel. Ansonsten habe ich hier auch immer die Anleitung jetzt hier mit drin, nur oben, wenn ich die OVP nicht habe, ne? Ansonsten, ja, hier sind echt einige Highlights dabei. Ich habe die jetzt nicht irgendwie gezählt, die Spiele hier, aber es sind inzwischen wirklich einige. Zustände sind, ich würde sagen, gut bis sehr gut. Ich habe auch angefangen, das Ganze mal wirklich sehr detailliert zu archivieren, beziehungsweise auch aufzuschreiben, was denn jetzt eigentlich in welchem Zustand ist. Die meisten Spiele davon lassen sich also wirklich sehen. Und darauf bin ich auch echt sehr stolz. Das hat einfach jetzt nebenbei so Form angenommen und ja, ich finde, dass das richtig gut gelungen ist und auch richtig schön aussieht. Und ich finde es schön, dass sie halt trotzdem da sind. Ich kann mir sie jederzeit angucken und rausnehmen. Aber ich habe sie halt ansonsten hinter den Türen. Ich mache das nochmal so demonstrationsweise. Ich meine, ist ja irgendwie klar, wie das funktioniert. Und dann sind die hier eben trotzdem irgendwie ganz gut geschützt vor diversen Gefahren. Genau. Highlights, keine Ahnung. Also ich habe hier einen Hammerin Harry zum Beispiel. Das ist auf jeden Fall ein Highlight. Dazu fehlt mir noch die Anleitung, die brauche ich auf jeden Fall noch. Ja, und, ne? Also ich habe hier inzwischen querbeet Spiele, die nicht jeder hat. Zum Beispiel eine International Cricket Box. Das ist PAL-A-exklusives Spiel. Eins von zwei PAL-A-exklusiven. Sehr nice. Hat mir damals mal der Eimer geschenkt. Und so weiter, ne? Also alles Mögliche. Von normalen Spielen, die also wirklich jeder hat, ne? Zelda und Mario und so weiter und so fort. Bisschen zu Spielen, die ja, einen gewissen Seltenheitswert haben. Hier habe ich noch einen Banana Prince zum Beispiel und oder ein Castlevania 3 oder. Ne? Also da ist auf jeden Fall alles Mögliche. Nur Spiele sind halt hier nicht drin. Wie gesagt, die stehen oben. Was ich jetzt halt sehr schön finde, ist, dass meine NES-OVPs hier alle locker reingepasst haben und dass ich, das seht ihr vielleicht hier am Rand auch noch, ich habe pro Regal auch noch ein bisschen Platz. Unten sogar auch noch das halbe Regal ist noch frei. Das heißt, ich habe hier ein bisschen Puffer, wenn ich irgendwie doch nochmal OVPs dazu bekomme und ich habe ja nicht aufgehört mit dem Sammeln. Also es wird passieren. Dann können die eben noch gemütlich hier rein. In der nächsten Vitrine gleich seht ihr, dass ich da auch noch ein bisschen Spielraum habe. Von daher ist das eigentlich ganz geil so. Ja, gehen wir mal ab zur nächsten. Zweite Vitrine, auch hier sind oben, also bis hier sind oben auf jeden Fall nur wieder NES-Spieler. Das ist alphabetisch durchsortiert und so weiter. Das brauche ich euch nicht jedes Mal zeigen. Das könnt ihr euch ja vorstellen, beziehungsweise habt ihr schon gesehen. Hier in der Mitte habe ich ein bisschen Famicom, beziehungsweise Famicom Disk System, OVP-Stuff. Hier mein schönes Disk System in OVP. Das seht ihr auch manchmal in den Videos ein bisschen im Hintergrund unten rumschimmern. Und ja, hier ist die Antwort auf alle Fragen bezüglich Game Boy. Marcello, was hast du gemacht mit deinen Gameboy-Spielen? Ich habe mich dafür entschieden, ein bisschen Überlegung, muss ich zugeben. Ich habe mich dafür entschieden, auch die DS-Hüllen zu verbannen. Ich wollte diese ganzen Hüllen nicht mehr haben, sondern ich wollte das irgendwie anders lösen. Und anstatt, dass ich die Gameboy-Spiele jetzt hier alphabetisch sortiert habe, so wie ich das mit den NES-Spielen so fein säuberlich habe, habe ich mich hier für so ein bisschen so ein Chaos-System entschieden. Vielleicht sortiere ich die nochmal irgendwann, die Spiele, aber ehrlich gesagt finde ich es so gerade auch ganz geil, weil das lädt auf jeden Fall zum Blättern und ja zum Rumstöbern ein. Ich habe hier so Teeboxen gekauft, ne? Die sind aus überwiegend Bambus. So sehen die aus. Das ist immer so eine Teebox und da passen immer 60 Spiele rein, so wie ich es hier stelle. Also 10 Spiele pro Fach. Ich kann hier nochmal so kippen, dann könnt ihr es nochmal sehen. Da passen die also wunderbar rein und wenn man die halt rausnehmen will, dann öffnet man einfach diese Tür so und dann kann man hier, ja, wie auf dem Flohmarkt oder wie auch immer, einfach so ein bisschen drin browsen, ein bisschen drin blättern und ein bisschen gucken und stöbern und ab und zu auch einfach mal was finden, was man vielleicht lange nicht in der Hand hatte oder so. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, mir hat diese Variante einfach super geil gefallen. Ich hatte das mit meinen japanischen Gameboy-Spielen ja vorher schon. Hier sind also zwei von diesen Boxen, nämlich hier unten die. Diese beiden Boxen, da sind japanische Spiele drin und ansonsten sind das alles ja halt europäische oder US-Games. Hier ist der sozusagen unvollendete Bereich. Hier ist also noch Platz, wenn jetzt Gameboy-Spiele dazukommen. Dann habe ich hier noch leere Fächer
wo also noch welche dazukommen können. Und sollten die irgendwann voll sein, dann habe ich hier zumindest ein bisschen Potenzial, noch das Ganze noch weiter fortzuführen. Ich fand das so auf jeden Fall ganz geil. Ihr seht aber jetzt auch schon so ein bisschen, dass ich hier sehr viele Böden gebraucht habe. Die muss man beim Billy leider dazu kaufen. Die waren am Ende waren die Originalböden günstiger, als jetzt irgendwie im Baumarkt sich selbst was zusammenzudengeln. Bei den heutigen Baustoffpreisen, das kannst du echt keinem erzählen. Aber ich habe dann auch bei IKEA oft in dieser Ramschecke und dieser Fundgrube gesucht und dann auch nochmal Sachen da gefunden, die dann irgendwo hinten eine kleine Macke haben, was mich nicht gestört hat. Und dann habe ich die halt genommen. Hier unten geht es weiter mit NES-OVPs nochmal. Allerdings sind das entweder unlizenzierte Spiele. Ich habe jetzt hier, ich ziehe einfach mal irgendwas raus. Hier zum Beispiel so ein Shinobi, ne? Shinobi von Tengen. Oder, ja, oder Homebrews, ne? Homebrews mag ich ja auch irgendwie ganz gerne. Zum Beispiel hier so ein Micro Mages oder so. Die sind dann hier drin, ne? Da passt das auf jeden Fall auch schön. Auch die bleichen hier nicht aus. Auch für die Gameboy-Spiele war mir das wichtig, ne? Weil die halt so frontal stehen, dass die nicht ausbleichen, ne? Ja, und dann sind hier noch ein paar lizenzierte US-Titel. Highlight aus der Ecke hier ist auf jeden Fall ein brasilianisches Street Fighter 2010. Dazu komme ich in einem der nächsten Videos. Und ansonsten noch so ein paar US-OVPs. Hier ist noch meine Family Fun Fitness-Matte. Hier sind noch ein paar lose Module, irgendwelche unveröffentlichten NES-Spiele oder halt so unlizenziertes Zeug von Gluck und so weiter und so fort. Oder Codemasters oder so weiter. Oder halt diese HES-Cartridges. Die sind auch geil. Die kommen in so einen richtig fetten VHS-Hüllen-mäßigen Plastikhüllen. Shells, da. Australische unlizenzierte Spiele sind das. Die sehen sehr, sehr komisch aus. Die haben hier oben irgendwie so eine komische Kante dran. Aber ist ja auch wurscht. Die passen auf jeden Fall nicht überall rein, weil diese Hüllen, die sind relativ groß, wesentlich größer als Standard NES-OVP-Maße. Und ich bin froh, dass die jetzt hier also auch einen Platz haben. Hier unten in der Kiste, das ist ein bisschen unrühmlich, muss ich zugeben. Da sind nämlich meine ganzen Anleitungen von den Gameboy-Spielen rein. Da habe ich jetzt noch keine so richtig geile Idee gehabt. Wenn euch dazu also irgendwas mal einfällt, wie man das hier schon platzsparend irgendwie reinkriegen kann, dann schreibt mir doch gerne mal, denn da bin ich auf jeden Fall noch ja, sehr offen für eine schöne Idee. Ansonsten gehen wir erstmal weiter zu Vitrine 3. Also bei Regal Nummer 3 möchte ich euch schon ganz gerne nochmal mit hier oben hinnehmen, weil hier sind doch ein paar Besonderheiten nochmal drin. Ich habe es zwar eben schon gesagt, aber ich zeige es euch halt trotzdem nochmal. Das PAL B-Set endet nämlich hier, geht hier weiter und endet hier bei Zen Intergalactic Ninja. Dann kommen hier oben noch meine PAL A-Spiele. Die sind auch auf jeden Fall noch da. Es gibt ja 8 PAL A-Spiele, die ja, in PAL B nicht rausgekommen sind. Also PAL-Spiele, die es teilweise auch in den Staaten gab, teilweise auch nicht. Aber die für mich jetzt irgendwie zum PAL-Set auf jeden Fall dazugehören. Dann habe ich hier Label-Varianten, einfach mal so ein bisschen querbeet. Also das ist dann entweder irgendwie, ich ziehe jetzt einfach mal hier zum Beispiel Volleyball raus. Die französische Variante von Volleyball hatte also ein Pixel-Art-Cover. Ich zeige euch das mal, so sieht die aus. Im Gegensatz zu dieser gezeichneten Wiengräber-Version, die wir hatten. Ich habe hier aber auch Label-Varianten drin, zum Beispiel von solchen Classics-Spielen. Da gab es ja auch auf jeden Fall ein paar von. Oder es gab ja auch ein paar Spiele, die haben ein komplett anderes Label-Artwork in anderen Regionen gehabt, wie zum Beispiel jetzt hier das Adventures in the Magic Kingdom, das ja bei den Skandinaviern auf jeden Fall ein bisschen anders aussah. Die habe ich dann hier oben drin. Dann geht es jetzt hier weiter mit lizenzierten Spielen, die irgendwie im asiatischen Raum oder sowas rausgekommen sind. Oder hier zum Beispiel mein goldenes 2-in-1-Spiel aus Brasilien, ne? Playtronic lizenziert. Oder hier eben, ja, fängt dieser ganze Hongkong-Spaß an. Hongkong-Version von Super Mario Bros. Dann habe ich hier eine koreanische Version von Mario Bros. Und Duck Hunt. Das habe ich euch auch in der Pickup-Folge schon mal gezeigt. Bin ich relativ stolz drauf, weil die sind echt schweineselten. Muss man echt sagen. Und halt hier noch so ein ganzer Schwung asiatischer Games. Mit ASI-Code. Die hatte ich ja letztens erst in der Pickup-Folge. Die kommen ja auf so einem hellgrauen Modulgehäuse sozusagen. Und auf die Dinger stehe ich und davon habe ich jetzt auch auf jeden Fall schon eine ganze Reihe Spiele zusammengesammelt. Ja, und hierunter beginnt dann mein US-Spieleset. Also ich sammle ja auch US-NES-Spiele und da gibt es ja auch einige, ja, richtige, schöne ja, Spiele, die es eben bei uns nicht gab. Zum Beispiel Star Tropics 2 oder was haben wir hier noch? Den ersten Teil von Home Alone. Das ist zwar kein gutes Spiel, aber auf jeden Fall trotzdem cool zu haben. Was ist denn hier noch so? Was habe ich hier noch?
hier die US-Version von Snowboard Challenge, ne, den bei uns ja ein seltensten Spiel wahrscheinlich, Heavy Shreddin, kostet ein paar Dollar nur. Jackal, Karate Champ, Turtles 3 und so weiter. Und noch so ein paar andere Sachen. Hier jede Menge Capcom-Spaß, Codename Viper und, oh, das ist auch ein schönes Spiel hier. Das habe ich euch, glaube ich, in der Pickup-Folge damals auch gezeigt. Und zwar Wampem. Wampem ist auch ein sehr, sehr cooles, ja, US-exklusives, beziehungsweise in Japan gab es auch, aber US-exklusives NES-Spiel. Und hier am Schluss nochmal diese 2-in-1 Cartridge, die es auch in Brasilien gab und so weiter. Halt hier diverse andere NES-Module. Das geht jetzt bis hier. Hier ist auch noch ein bisschen Platz für Zukünftiges. Und darunter fängt dann Famicom an. Das zeige ich euch jetzt in der nächsten Einstellung. Für meine Famicom-Spiele habe ich mir ein bisschen was Besonderes überlegt. Ich wollte die auch gemeinsam haben. Ich hatte die früher also in allen möglichen Ecken verstreut, weil es einfach nicht so richtig passte. Und ich wollte jetzt, das war auch so eins der Hauptziele für meinen Game Room Umbau sozusagen, wollte eine, ja, explizite Famicom-Ecke haben, wo diese Spiele halt drinstehen und gemeinsam zusammen sind. Einerseits hier oben die OVP-Spiele. Ich habe also inzwischen doch jede Menge OVP-Spiele. Im Gegensatz zur letzten Game Room Tour ist hier nicht so viel dazu gekommen. Drei Spiele kann ich ja mal zeigen. Zum einen Yi-R Kung Fu habe ich nochmal dazu bekommen. Das ist ein sehr, sehr cooles frühes Konami Beat'em-up-Spiel. Dann habe ich ein von Dennis bekommen. Ein nie geöffnetes Yoshi's Cookie fürs Famicom. Und sehr, sehr cool, ein Legend of Zelda für das Famicom hier auch. Das ist ein Spiel, was man auf jeden Fall auch, ja, nicht so oft findet. Und meine Famicom-Sammlung ist ja ziemlich ausgewählt, aber auch, was muss man sagen, mit richtigen Schmuckstücken. Ich habe ja die meisten davon gerade in der letzten Roomtour gezeigt. Hier habe ich zum Beispiel noch Kokoron, Gradius 2 und hier dieses Pinguin-Spiel von Konami. Das mögen auch viele. Monogatari, irgendwas Pinguin. Das ist auch ein wirklich schönes Spiel. Und so weiter. Also eine richtig schöne Sammlung. Famicom-Zip-Spiele. Und an einer Stelle habe ich hier auch noch, es gibt die in drei Größen. Es gibt diese ganz kleinen, diese ursprünglichen Größen sozusagen. Dann gibt es diese großen Größen. Und dann gibt es auch noch so eine mittlere Größe. Und für die mittlere Größe gibt es keine Schutzhüllen. Das ist total blöd. Deswegen habe ich immer zwei davon in einer NES-OVP-Schutzhülle. Da passen die dann schrägerweise also wirklich perfekt rein. Ich habe aber bisher wirklich noch keine passgenauen Schutzhüllen für mittelgroße Famicom OVPs gefunden. Es ist eine Schande. Naja, machst du nichts, ne? Und ja, hier sind noch so ein paar von Namco, die sind in diesen festen Plastikhüllen. Die habe ich euch, glaube ich, auch schon tausendmal gezeigt, ne? Unter anderem habe ich hier irgendwo auch noch Splatterhouse. Das kann man auf jeden Fall auch schön in der Sammlung haben. Eignet sich für die dunkle Jahreszeit ganz hervorragend. Und hier, wie gesagt, gab es keine nennenswerten Neuzugänge. Neuzugang ist allerdings diese Schublade hier. Die habe ich selber gebaut. Und zwar habe ich mich herausgefunden, das war so ein bisschen Zufall, dass diese Moppe-Schubladen, die ich für die Controller auch benutzt habe, wie ich vorhin gezeigt habe, dass 5 Stück perfekt nebeneinander hier in meinen Billy passen. Und ihr seht schon, was ich gemacht habe. Ich habe also 5 Stück davon aneinander geleimt und mir da einen Griff davor geklebt bzw. geschraubt. Und habe mir also hier quasi selber eine Schublade gebaut. Ich ziehe die mal so vorsichtig raus. Unten habe ich so ein bisschen Filz drauf geklebt. Und da habe ich jetzt meine ganzen, ja, losen Famicom-Spiele. Ich wollte die eigentlich in Universal Game Cases packen. Aber über Cases habe ich ja vorhin schon was gesagt. Ich wollte mich ja von Hüllen verabschieden. Und deswegen finde ich diese Version eigentlich auch sehr charmant, muss ich sagen. Weil man auch hier wieder, wie bei den Gameboy-Spielen, schön so ein bisschen durchblättern kann, wie auf einer Börse oder so. Hier habe ich meine Disk-System-Spiele. Einerseits die ja, sozusagen komplett mit ganzen Verpackungen sind. Hier neben sind die losen. Hier ist auch überall noch Platz drin. Also es ist wirklich ein Traum für Sammler, die auch vorhaben, in Zukunft noch ein bisschen mehr zu sammeln. Und ja, ich freue mich, dass die Famicom-Sachen hier einen richtig schönen gemeinsamen Ort haben, an dem sie wertgeschätzt werden. Meine Tochter übrigens mag am liebsten Hello Kitty spielen. Ja, so. Hier unten geht es jetzt auf jeden Fall auch noch weiter. Das habt ihr schon so ein bisschen gesehen. Das zeige ich euch auch. Aber dafür fahren wir auf jeden Fall nochmal ein Stockwerk tiefer. So, hier passe ich irgendwie gerade kaum noch in die Ecke, weil hier hinter mir direkt die Couch ist. Aber es geht auch irgendwie so. Hier habe ich auf jeden Fall, ja, ist auch nicht so viel. Hier sind noch ein paar PlayStation 1 Spiele aus meiner Kindheit. Alles eigentlich Sachen, die ich irgendwie, ja, einfach nicht abzugeben bereit bin. Hier sind noch ein paar japanische Gameboy OVPs. Warum, weiß ich irgendwie auch nicht.
Dann haben wir hier so Einzelsachen. Ich habe jetzt zum Beispiel so ein 3DS-Spiel ist hier drin und ein DS-Spiel ist hier drin. Und so die ersten Vita-Games von Strictly Limited sind auch mit hier drin, weil ich einfach sonst nicht weiß, wo ich die hinpacken soll. Und so diverse, ja, schräge Sachen. Hier die DX-Version, diese eingefärbte Version von Super Mario Land 2 mit einer schönen, selbst ausgedruckten OVP. Dann halt so ein paar Game Boy Color Spiele. Ich habe nur 4. Wo soll ich die hinpacken? Ne? Deswegen, ja, packen die hier auf jeden Fall irgendwie sich ganz gut ab. Ich habe ein Game Boy Advance Spiel, Mario Tennis Power Tour. Das habe ich mal im Krankenhaus gespielt, als ich sehr lange im Krankenhaus war. Und deswegen, weiß nicht, habe ich es behalten, weil es mich irgendwie, keine Ahnung, an etwas, an eine Zeit erinnert, wo ich mich eben sehr intensiv mit einem Spiel beschäftigt habe. Ja, und diverse, ja, so kleinen Kram, Gedöns, Sachen und so weiter. Hier habe ich noch einen Adapter für einen Retron und so weiter. Hier habe ich, was ist das? Mothership NES Controller Joystick Adapter. Ja, weiß nicht, ob man das braucht. Das Ding ist auf jeden Fall noch resealed, hier so Distributor sealed, allerdings auch schon gut gebraucht und die OVP, weiß ich gar nicht. Vielleicht sollte ich das mal auspacken. Hier unter dann meine Master System Sammlung. Da hat sich seit der letzten Roomtour bzw. seit dem Kauf der Sammlung eigentlich überhaupt gar nichts getan. Hier sammle ich nicht aktiv. Ich freue mich einfach, dass ich damals für den Schnäppchenpreis da an diese Spiele rangekommen bin. Und spiele die auch ab und zu mal und habe auf jeden Fall eine schöne Auswahl an schönen Master System Spielen. So, bums. Man muss ja nicht immer gleich aus jedem neuen Fund irgendwie eine neue Sammlung machen. Hier unten sind noch ein paar Mega Drive Spiele. Das sind allerdings keine Lizenzprodukte. Hier ist einmal Ultra Core und dann habe ich hier noch von Mega Cat ein paar Sachen und zum Beispiel mein Paprium. Ne? Das ist nicht mehr sealed, habe ich aufgemacht, aber es ist wie sealed. Also es ist wirklich absolut neu und schicki. Schickimicki oder Schickilucky, wie meine Lüde immer sagt. Hier unten habe ich dann noch meine gut 20 Neo Geo MVS Spiele. Die habe ich ja hier, sind ein bisschen versteckt, ne? Die habe ich ja hier immer in solchen fetten Boxen. Das sind eigentlich Versandkartons. Ich kann euch ja mal exemplarisch einen so ein Teil mal rausholen. King of Fighters 2000. Das sind einfach nur so eine ganz normalen Versandkartons. Also, keine Ahnung, kann man im 100er Pack kaufen. Und da sind die denn so drin. Das ist eigentlich super unspektakulär, aber ich fand es halt als Aufbewahrungsmöglichkeit schick und auch wesentlich günstiger als diese richtigen Schockboxen, die man dafür kaufen kann. Das ist einfach selbst ausgedruckt. Da gibt es eine Seite im Netz, wo man die ganzen Artworks und so findet und kann man sich irgendwie selber die Sachen ausdrucken. Und fertig ist der Lachs. Damit diese Pappverpackungen A ein bisschen wertiger sind und auch nicht so schnell kaputt gehen, habe ich mir hier vom Hüllenmanu halt noch Hüllen machen lassen. Da passt die dann immer wirklich komplett geil rein und ich finde, das so sieht auf jeden Fall eigentlich auch schon wirklich richtig geil aus und so habe ich das, na komm, geh rein, du Lurchen, so habe ich das auch gerne mit meinen Neo Geo Games und ja, die stehen hier auf jeden Fall spielbereit und mein Lieblingsspiel ist natürlich immer noch Windjammers, habe ich das hier irgendwo, ja, ja man, Windjammers, geil, Windjammers, Shock Troopers, Metal Slug, hier ein paar, auch eins der besten Sportspiele überhaupt auf der Welt. Neo Turf Masters Golf, Spin Master, schönes Spiel. Neo Drift Out, auch richtig geiles Rally Game. Also ich habe mir hier eine richtig geile Sammlung zusammengesammelt. Ein paar geile Shoot'em-ups, ne? Prehistorical Isle 2 zum Beispiel ist ein richtig geiles Dinosaurier-Setting Shoot'em-up. Und ja, ey, hier kann man auf jeden Fall richtig geil Arcade-Spaß haben. Und hier ist auch nicht mehr so viel Platz. Ich glaube auch nicht, dass hier noch viel mehr dazukommt. Vielleicht hat man auf der Börse mal irgendwie Glück und findet mal irgendwie ein schönes Spiel oder so und nimmt das dann nochmal dazu. Oder halt nicht. Auf jeden Fall stehen die hier gut. Und ja, freuen sich, wenn sie benutzt werden. Ja, das ist alles. Ausbleichen können sie auf jeden Fall nicht, denn auch diese Vitrine lässt sich natürlich, ach, das finde ich so geil mit den Türen, ey, schließen. Ich muss die zwar nochmal einstellen, die sind so ein bisschen, die Spaltmaße ein bisschen zu groß. Ja, ich zeige jetzt nochmal, was oben drauf steht auf der Vitrine und dann sind wir eigentlich auch fertig. So, machen wir jetzt mal hier kurz ein bisschen Freihand, weil ich da oben, glaube ich, nicht so gut hinkomme. Ich habe hier oben einfach nur so ein paar, ich zeige das euch ja mal so ein bisschen, ne? So ein paar Figuren, Gedönse stehen und so ein bisschen Spiele. Und ich habe mir mal so ein paar Actionfiguren gekauft von irgendwie so Spielen, die ich irgendwie geil fand oder wo ich irgendwie Lust drauf hatte. Ne? Hier so ein Kratos oder so eine Aeris oder so. Bisschen hier so eine Ellie zum Beispiel und so weiter. Und das passt hier oben eigentlich irgendwie ganz geil hin. Da hinten ist noch meine Flying Power Disc Windjammer Special Edition und ein kleiner Pac-Man Geist. Und das war es dann auch eigentlich von da oben.
Und ja, ich würde sagen, das war eigentlich alles. Das war mein ganzer Game Room. Mehr habe ich nicht zu zeigen, Freunde. Und ich denke, das reicht auch. Und wir sehen uns jetzt noch einmal in der Abmoderation. Und dann wünsche ich euch viel Spaß gehabt zu haben. Liebe Freunde, das war's. Das hier ist mein neuer Game Room. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mal so ein bisschen Eindrücke zu bekommen, mal so ein bisschen zu sehen, ey, okay, das und das und das hat sich also krass geändert im Gegensatz zu vorher. Ihr dürft mir auch gerne mal sagen, was gefällt euch davon? Gefällt euch davon vielleicht auch irgendwas nicht so? Oder habt ihr vielleicht noch Ideen, was kann ich vielleicht noch machen, außer das Bild gerade hängen? was hat euch vielleicht inspiriert? Was wollt ihr irgendwie... Ja, weiß ich nicht, nachmachen, nachbauen oder so. Was fandet ihr cool, was fandet ihr nicht cool? Teilt mir das doch gerne in den Kommentaren mit. Ansonsten sehen wir uns in 2 Wochen, dann ist auch meine Erkältung hoffentlich ganz weg, in 2 Wochen wieder auf diesem Kanal, wenn es dann wieder zum neuen Video geht. Ja, und danke fürs Zuschauen, ne? Tschüss, bis denn.